So ein Zettel, ey. Aber ich habe gewählt. Warum das Wahllokal heißt, ich habe keine Ahnung. Ich habe mein Bier selber mitgebracht. Hier gibt es keins. Schön, dass Sie eingeschaltet haben und Sie werden es heute nicht bereuen, denn Chris Cosmo ist bei uns zu Gast und wir werden einen kleinen Rückblick auf den Sommer heute wagen. Aber wir werden auch ein großes Experiment anstellen und das beginnt jetzt. Wir wollen testen, wie stabil ist die europäische Währung. Zu diesem Zwecke habe ich von meiner Bank des Vertrauens 10 Euro abgehoben und ich werde diese 10 Euro jetzt in diese deutsche Schatztruhe tun. Wir nennen sie auch scherzhaft Schäuble. Und hier drin wird das Geld sicher sein, sagt zumindest der Finanzminister. Wir überprüfen das am Ende der Sendung. Aber worum geht es heute noch? Natürlich um den Papst, der nach Deutschland kommt. Und es geht vor allen Dingen um die Wahl in Berlin. Haben Sie sich mal die Wahlplakate angeguckt? Hier mal ein Beispiel. Wer Wovereit will, muss SPD wählen. Es ist halt doch nicht alles Gold, was glänzt. Aber viele Kritiker haben auch gesagt, die Wahlplakate in Berlin, da ist ja inhaltsschwanger wirklich das falsche Wort. Gucken Sie sich zum Beispiel das hier mal an. Na, was soll man denn da wählen und vor allen Dingen warum? Die Wahl ist entschieden und damit soll es auch genug sein für heute. Es gibt ja noch genügend andere Themen, aber es gibt auch genügend Gäste hier in der Sendung. Herzlich willkommen hier in der wunderbaren Welt des Herrn Ebert. Chris Cosmo, schön, dass du da bist. Das ist wow. Doch ein Auftritt, oder? Hallo, das ist die wunderbare Welt, ist dein Ewald. Das ist es. Sie sieht gut aus, oder? Hallo, ich freue mich. Sehr schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Das freut mich sehr. Rein zufällig habe ich deine Gitarre hier. Und abgefahren. Vielleicht können wir auch, kein Wunder, ist diese Welt wunderbar. Das scheint alles möglich zu sein. Vielleicht können wir sogar was zusammen singen. Kannst du singen? Nee. Ich auch nicht. Dann tun wir das bitte gemeinsam. Hast du irgendein schönes Papstlied zur Hand oder wir könnten schlicht eins dichten. Ein vielleicht danke für deinen Danke Herr Papst, dass ich das noch erleben darf. Danke Herr Papst, dass ich dich hier noch sehen darf. Danke o Papst, warum kommst du nicht nach Bayern? Warum willst du denn nur in Erfurt und in Freiburg feiern? Sag mal, danke Herr Papst für die nächste Werbepause. Mein Segen hast du. Schön, dass du hier bist. Chris Cosmo, Musiker aus der Nähe von Karlsruhe, kann man sagen. Aber in Mannheim hast du deine musikalische Grundausbildung absolviert. Ja, in Mannheim habe ich meine Szene gefunden, so, die mir liegt und mit den Leuten, die ich mag und so. Alles klar. Und dort auf der Pop-Akademie irgendwie die ersten professionellen Schritte gemacht. Und mittlerweile verbreitet sich deine Musik vor allen Dingen übers Internet. Obwohl der Song, mit dem du gerade bekannt bist, ja eigentlich gegens Internet spricht. Ja, das ist verrückt. Also der Song heißt Scheiß auf Facebook und hat sich im Internet verbreitet, haben irgendwie 400.000 Leute gesehen auf YouTube. Es ist verrückt, ne? Ich meine, weißt du, Leute, die rauchen, die wollen eigentlich aufhören zu rauchen und Leute, die im Internet sich privat tummeln, wollen eigentlich im echten Leben was erleben. Vielleicht ist das der Grund, warum der Song quasi Scheiß auf Facebook bzw. Scheiß aufs Internet im Internet so erfolgreich ist. Damit sie auch mal so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen, was das für Musik ist und wie cool die eigentlich ist, gucken wir mal rein, gibt es nämlich ein saucooles Video dazu. Yeah. Scheiß auf Facebook, Chris Cosmo. Scheiß auf MySpace. Scheiß auf Facebook, auf Outlook und all den anderen Kram. Lass uns ausgehen, lass uns feiern. Wir treffen Menschen und wir fassen uns an. Scheiß auf Facebook und auf Twitter, auf den Newsletter und auf
Ich denke, dass wir mit der nächsten Platte und mit dem Team, wie es gerade ist, dass wir im nächsten Jahr so bei den Festivals spielen, dann um 11 oder um 1 morgens, mittags und im übernächsten Jahr ein bisschen später und so weiter. Aber wir werden es mal probieren. Wir haben nämlich, erinnern Sie sich mal bitte, zu Hause vor 3-4 Wochen ein paar Mädels auf Chiemsee Reggae Summer. War das richtig, Chiemsee Reggae Summer? Das ist richtig, ja, Übersee. In Übersee, hingeschickt mit der Kamera in die Hand und die sollten uns mal ein Videotagebuch mitbringen. Haben Sie gemacht, gucken wir jetzt an und Sie stellen sich mal bitte vor, wie dieser Herr dort auftreten könnte. Wir sind am Chiemsee Reggae Festival und wir drehen ein Videotagebuch für euch, damit ihr seht, wie cool das Chiemsee Reggae Summer Festival ist. Yay! Viel Spaß! Ich will nur ein kurzes Statement geben zu unserem Freitagnachmittag. Wir sind am Chiemsee Reggae Festival und es ist einfach ultra geil. Wir sind die ganze Zeit am Trinken. Wir haben heute eingekauft, haben richtig viel zu essen jetzt, haben richtig viel zu trinken. Wir chillen die ganze Zeit in der Sonne und wenn es uns heiß ist, gehen wir einfach in einen Fluss, der einfach eiskalt ist mit einer fetten Strömung, in dem man sich einfach lang laufen lassen kann. Und ich freue mich schon total, später für Trees zu sehen. Gehen wir unbedingt hin. Und ja, das ist ein kurzes Statement für den Freitagabend. Cool. Was muss ich jetzt machen? Weil ich muss nicht gar, nicht. Gar nichts. Dann kannst du es weitergehen. Ja. Ja, okay. Dann will ich dich auch gleich nachher. Ich bin dabei, du bist dabei, wir sind dabei, uns zu verlieren. Wieder in Nürnberg angekommen, sitzen im Zug, haben die Zugfahrt hinter uns gebracht. Genauso wie also die drei das Tage Festival. Und abschließend können wir sagen: Das war super! Diese Reggae Summer 2012, wir sind dabei! Yeah. Ich würde dich bitten, auf unsere Bühne zu gehen und uns den Song zu geben, der dich im Internet reich und berühmt gemacht. Super gerne. Scheiß auf Facebook, hier ist Chris Cosmo. Jetzt bin ich mal wahr. In der wunderbaren Welt ist ein Ebert. Mit einem Passwort, ein Member beim Portal. Jeden Tag nach dem Job hab ich die Qual der Wahl. Updaten, uploaden, posten oder bloggen. Sehen, wie's meinen Freunden geht oder ne Runde zocken. Aber heute bleibt die Kiste aus. PlayStation schmeiß ich raus. Pfeif auf YouTube und auf digitale Freunde. Auch das Leben der anderen. Das hab ich langsam satt und es kratzt mich nicht, Schatz. Wer von denen ne Beziehung hat? Scheiß auf MySpace, scheiß auf Facebook, auf Outlook und all den anderen Kram. Lass uns ausgehen, lass uns feiern. Wir treffen Menschen und wir fassen uns an. Hey, yeah. Oh, 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 oh. Technik wird irgendwann zum Fluch. Herr, vergib uns, wir checken nicht, was wir hier tun. Den digitalen Hype bin ich langsam leid, weil im Leben 2.0
0 oft die Liebe auf der Strecke bleibt. Wer will wissen, wer bei wer kennt, wen wen kennt, wenn keiner seinen Nachbarn grüßt, geschweige denn beim Namen nennt. Unsere Nase schwenkt mit jedem neuen Trend und steckt in Angelegenheiten, die man sich besser schenkt, ja. Scheiß auf MySpace, scheiß auf Facebook, auf Outlook und all den anderen Kram. Lass uns ausgehen, lass uns feiern, wir treffen Menschen und wir fassen uns an. Scheiß auf Facebook, scheiß auf Twitter, auf die Newsletter und auf StudiVZ. Scheiß auf iPhone und dein Crackberry. Baby, don't worry, das wird sicher nett, ja. Baby, bitte warte mal. So geht das gar nicht. Die Welt ist mir zu digital. Komm, wir wirken organisch. Computer sind so rational. Wir sind animalisch. Die Welt ist mir zu digital. Komm, wir wirken organisch. Hey, 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 hey. Scheiß auf MySpace, scheiß auf Facebook, auf Outlook und all den anderen Kram. Lass uns ausgehen, lass uns feiern. Wir treffen Menschen und wir passen uns an. Scheiß auf Facebook, scheiß auf Twitter, auf die Newsletter und auf StudiVZ. Scheiß auf iPhone und dein Crackberry. Drück den Off-Knopf. Drück den Off-Knopf. Push it. Push it real good. Ist Cosmo großartig. Vielen Dank für den Besuch hier in der wunderbaren Welt. Wir müssen noch eine Geschichte auflösen. Sie erinnern sich, wir haben in unser Schäuble am Anfang der Sendung hier, haben wir 10 Euro reingelegt und wollen testen, wie stabil ist die Währung. Und Sie werden sich halb tot lachen, wenn Sie sehen, was dabei herauskommt. Das ist das Ergebnis und so viel zur Stabilität des Euro. Gott sei Dank kommt der Papst dazu nächste Woche mehr. Schalten Sie also wieder ein, die wunderbare Welt ist ein Ebert. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.